So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge von Basmati Reviews und Far Cry 3. Und es beginnt direkt mit dieser Cutscene und jetzt bin ich auch mal leise. Wer hat dich tätowiert? Ich will wissen, wer das gemacht hat. Sie drei vielleicht? Meine Schwester, diese Ratte? Und jetzt bist du einer von uns? Denkst du, du bist jetzt wie ich? Der California Boy ist geil auf das Dschungelfieber. Meine Schwester kriegt eine Kugel durch ihren Kopf gejagt. Genau wie bei deinem Bruder Grant. Fick dich! Du bist sauer, Jason. Du bist sauer. Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Ich meine, ohne Familie, wer sind wir denn? Früher hätte ich alles getan für meine Schwester. Ich habe sogar getötet für meine Schwester. Aber das hat ja nicht gereicht. Nein, 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 bitte. Du weißt, wie das mit der Familie ist, oder? Die verdammte Familie! Die bringen Dinger, das hättest du nie gedacht. Jedes verdammte Mal! Dann sagen sie zu mir, was? Was? Wer verfickt doch mal ist dir wichtiger? Die oder ich? Ich oder die? Als ob die denken, dass ich mich entscheiden müsste. Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße. Hätte doch so schön gepasst. Wirklich zu blöd, dass Citra dich tätowiert hat. Jetzt reicht es nicht, dich zu töten. Man muss dich auslöschen. Ist okay. Nicht weinen. Ist schon okay? Jason, ich schwöre bei Gott, Mann. Es ist wunderbar, dass du bereit bist, für deine Liebste zu sterben. Okay, jetzt müssen wir uns hier befreien und wie hin und her schaukeln. Und mein Gott, da fallen wir durch eine ganze Etage. Unfassbar laut hier alles. Gut inszeniert auf jeden Fall. Die Feuer, okay. Treppe hoch. Ich würde gerne laufen, ja. Wow. Nee. Ich bin unterwegs. Doch. So. Scheiße. Ich muss auf die Rohre schießen. Ja, das habe ich schon gemerkt. Das Feuer ist überall. Nein. Alter, jetzt lass dir nicht so viel Zeit, verbind dich, sondern kletter da hoch. Genau. Lisa, ich sehe die Tür, ich komme! Weggefetzt die Tür. Hilfe, Jason! Was? Eine knappe Kiste. Okay, schon ein bisschen einfach, die ganzen Dinger, die dann auch noch aufleuchten, aber naja. Ich halte die Hitze nicht länger aus. Junge. Dann geh und gaff nicht, was da unten abgeht. Ich drück die ganze Zeit A, Alter. Achso, muss man gedrückt halten. Aber ich denke immer, das wären so Quicktime-Events, wo man so ganz schnell hintereinander drücken muss. Komme ich immer ein bisschen durcheinander, weil in manchen Spielen ist es auch so. So, erreicht. Jetzt bin ich bei Lisa. Sie haben Oliver! Sie haben Oliver! Hey, wir können jetzt nichts für ihn tun. Dann lauf mir nach. Ich habe eine Idee. Hat die krasse Augen. Okay. Oh, oh nein, das kann ich nicht. Das ist der einzige Weg runter. Komm schon. Oh mein Gott! Au! Au, 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 au!
Das ist aber ein unsanfter Abgang. Ich glaube schon. Da drüben der Wagen. Oh, zum Glück steht da ein Wagen, bestimmt auch mit Schlüssel, aber das will ich jetzt gar nicht mehr hinterfragen. Ja, natürlich bin ich im Freien. Leute, ihr habt mich an einen Holzstuhl gefesselt. Was? Fahr! Die Befehle von dem Typen werden ja sehr gut ausgeführt. Jetzt muss ich schneller drücken. Ja, ich drück doch schon. Meine Güte, Frauen, ey. Jawoll. Abgehen tut die nicht. Wow, jetzt fällt da nochmal die ganze Fassade ein. Hast du die Explosion gesehen? Was? Oh, hab ich eine Waffe oder sowas da? Okay. Gut, fette Explosion auf jeden Fall. Fährt so langsam, gib doch mal Stoff. Wir wollen doch hier abhauen. Ist jetzt jemand oder? Ich wette, die verfolgen uns jetzt eigentlich. Fährt die hin? Wo fährt die hin? Was ist da hinten los? Gar nichts ist da hinten los. What? Okay, irgendwie ist es gerade ein Fehler bei mir, das Spiel. Okay, nochmal vielleicht. Hast du die Explosion gesehen? Ja, Fassade explodiert. Vielleicht diesmal? Wäre jetzt sehr schade, wenn das nicht funktionieren würde. Weil da kommen irgendwie keine Gegner. Das kann ja nicht sein. Jetzt fährt sie wieder hier durch die Wallerei. Was ist da hinten los? Ist doch scheiße. Ah, jetzt kommen da hinten welche. Ich schieße immer daneben. Ich soll ruhig bleiben, wenn die auf mich schießen? Also irgendwie hängt das Spiel gerade. Die kommen nicht hinterher und ich fahre hier so einen verkackten Weg. Auf 10 vor 2, 10 vor 2! Dann fahr du doch! Wieso ist der Motor aus? Nein! Abgesoffen! Keine Straße, geht nicht! Pedal ist das? Sag wer? Die Bullen! Alles durcheinander jetzt. Wenigstens den Checkpoint erreicht, also. So richtig funktioniert hat die Mission hier nicht irgendwie. Keine Ahnung warum. Die sind vor uns! Jason, vor uns! Wow! Mann! Alles klar, ich hab's jetzt! Sehr gut. Fahr jetzt! Serpentine! Serpentine! Was? Jetzt bist du dran! Nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben! Und tot, scheiße! Also irgendwie hat die Mission hier einen leichten Fehler.
Die sind vor uns! Jason, vor uns! Okay, ja, okay, jetzt starte ich wenigstens ab einem richtigen Punkt. Alles klar, ich hab's jetzt! Los! Serpentine! Ich kann mich nicht nach hinten umdrehen. Wir hängen sie ab! Ich muss gleich kotzen! Schneller! Geil! Diese Pisser haben gar nicht gemerkt, was passiert ist! Sehr gut. Wie auch immer, haben wir die Mission geschafft. Großartig! Ja, die Freude ist groß. Ich meine, wir sind ja nur knapp dem Tod entkommen. Da kann man sich mal freuen. Sklave verkauft werden für witzig? Elisha, beruhige dich. Es ist ein Albtraum. Okay, hör zu, ich mach das schon. Weißt du, wo die Piraten die anderen hingebracht haben? Sie sagten, sie haben Oliver zum Bunker gebracht. Bin ich zum sicher Bunker, bei... okay. Keith und Daisy. Was ist mit Riley? Ich weiß nichts von Riley oder Grant. Grant ist tot. Oh nein, da sagt er doch sowas nicht. Mann. Aber ich habe Daisy gefunden. Ich werde auch die anderen finden. Daisy? Wo ist sie? In Sicherheit. Na los, ich denke, er ist Lisa. Dann heißt er halt Daisy. Ist mir ja auch wurscht. Ein beschissenes Date. Okay, gut. Daisy sagte, sie ist in einer Höhle unter dem Haus. Ja. In einer Höhle unter dem Haus. So, dann kommen wir mit. Ja, ein bisschen schneller, Fräulein. Komm schon. Oh. Also bei dem Po haben sie sich echt viel Mühe gegeben, denke ich mal. Sieht doch ein bisschen unproportional aus. Naja, soll nicht mein Problem sein. Irgendwo da unten. Oder? Oder doch nicht? Doch, müsste irgendwo hier unten sein. Hier. Der hat auch gesagt, dass sie was Unheimliches entdeckt hat. Das habe ich irgendwie noch so in Erinnerung. Okay, Checkpoint erreicht. Geil, so eine coole Location auf jeden Fall. Daisy, es tut mir so leid. Okay, genug geheult jetzt. Und ich habe dieses Boot. Wenn wir es reparieren, ist es das Ticket weg von der Insel. Ja, und direkt auf den Grund des Ozeans. Sagt der Bootsexperte. Aber ich brauche etwas Hilfe. Es gibt einen Antriebskopf für den Außenborder. Okay, ist die Technikerin oder Mechaniker oder was? Ja, dann sehe ich mich mal um, ob hier irgendwo so ein Kopf für irgendwas rumliegt. Tut gut, dich zu sehen. Dich auch. Glaubst du, du kriegst das Boot hin? Das war mal mein Hobby. Pilze. Eat me. Nee, will ich nicht. Wie geht es dir? Ich will nicht drüber sprechen. Ja, laber mich nicht voll. Ich frag mich, was wohl gerade in Santa Monica los ist. Staub ist malig. Das garantiere ich dir. Sollen der sein? Unter Wasser oder was? Hier ist scheint so ein Gebiet zu sein, wo ich nach dem suchen sollte, nach diesem Kopf oder was auch immer. Könnte ruhig mal aufblinzen. Da. Oh, schnell hoch, schnell. Das war ja eine sehr gute Suche. Okay, noch Geld gefunden. So, und jetzt bauen wir das Teil doch mal ein. Hey, du hast ihn. Und weil du ihn hast, kannst du ihn auch anbauen. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Joa, würde ich mir irgendwo da reinstecken. Erklär nochmal, warum du das nicht machst.
Ich bereite die Zündung vor. Oh, tolle Erklärung. Bist du schon fertig? Ja, fast. Na, das war's. Ja. Klasse. Jetzt schaffen wir es selbst. Vielleicht sprichst du noch mal mit Lisa, bevor du gehst. Wohin soll ich denn gehen? Komm, Lisa, hau raus. Was ist los? Was bedrückt dich? Wie geht's dir? Jede Nacht träume ich von Hollywood und wach hier auf. Tut mir leid. Verwöhnte Göre, ey. Ist nicht dein Fehler. Ich hätte darauf bestehen sollen, nicht zu springen. Hauptsache, wir sind beide sicher. Du hast mich gerettet. Ich verdanke dir mein Leben. Wie kann man auch über eine Insel abspringen, die man nicht kennt? Ich meine, okay, hat man ja keinen Anhaltspunkt mehr, da wegzukommen. Du bleibst hier und hilfst Daisy mit dem Boot. Also ein paar Lücken hat die Story für mich bis jetzt schon. Wir hätten die Flucht fast nicht überlebt. Hey, keine Sorge. Ich mach das schon. Sei vorsichtig. Au. Okay, ich muss wieder raus aus der Höhle. Och man, immer diese Ladesequenzen dann dazwischen. Lasst mich doch mal dahin gehen. Fähigkeit wieder erhalten. Da würde ich sagen, setzen wir direkt ein. Daisy Lee. Okay. Soweit kann man wohl auch alles finden. Fähigkeiten. Adrenalin. Ziel ist es auf jeden Fall, dieses, Hallo? Jason, ich habe oft versucht, dich zu erreichen. Die Fähigkeiten voll zu kriegen. Bas hat mich geschnappt. Ich konnte mit Lisa fliehen, aber er hat die anderen noch. Ich bin nicht stark genug. Du kannst telefonieren, ohne zwei Hände zu benutzen. Kampf gegen Bas. Ich kann dir diese Stärke nicht geben, aber es gibt jemanden, der das kann. Citra, du bist bereit. Du musst zu ihr gehen. Wer ist sie? Citra ist die Anführerin unseres Volkes. Sie kann dich zum Zentrum führen. Sie wird deine wahre Kraft entdecken. Ihr Tempel ist im Dschungel. Ich treffe dich am Tor. Also gut. Wo bin ich da nur reingeraten? Ja, verlasse die Höhle. Super, habe ich schon gemacht. Das Spiel ist irgendwie so ein bisschen am Hängen. Okay, wo muss ich denn hin? Dahin. What the fuck? Wie soll ich denn da hinkommen? Ich hab doch gar nichts. Hier ist doch gar kein Auto. Wo ist den Paraglider? Vielleicht könnte ich auch ein Schiff benutzen, ich weiß es nicht. Ah, nee, ich glaube nicht, das ist sehr im Landesinneren. Wow, da unten ist gerade was explodiert. Da ist aber auch ein Auto. Deswegen würde ich gerne da irgendwie landen. Wenn ich das Teil hier mal langsamer kriege, weil ich will nicht am Strand landen, weil ich habe da gerade Piraten gesehen.
Okay, Karre schnappen und abhauen. Ab durch die Piratenmitte. Und dann irgendwie Richtung Wald. Scheiße. Piraten über Piraten, überall Piraten. Das ist ja mega scheiße. Okay, jetzt muss die Welt natürlich wieder kurz nachladen. Warum auch immer. Fuck. Scheiße. Piraten, Piraten, Piraten. Oh, den hätte ich noch gerne überfahren, den Spacko. Aber die da. Boah, sauber. Okay, die habe ich überlebt. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns dann wieder, wenn ich am Ausgangsort oder am Zielort angekommen bin. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.